Disney. Pixar Animation Studios. Square Enix. Unreal Engine. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, endlich ist es da. Meine Fresse, haben wir Fans lange drauf gewartet. Aber ich kann es immer noch nicht fassen. Es ist real. Es ist da. Wir können es spielen. Wir können es genießen. Wir können es lieben. Wir können endlich anfangen mit Kingdom Hearts 3. Oh ja, ich hatte das Spiel schon ein bisschen früher gekriegt und bin damit jetzt auch früher am Start natürlich. Oh, das ist so geil, ich freue mich wahnsinnig drauf. Soll ja irgendwie 60 Stunden Spielzeit haben, ich versuche natürlich alles zu finden. Natürlich am Ende alle Charaktere zu leveln und alle Schlüsselschwert zu finden, das hier ist ein 100% Let's Play. Und ich freue mich so wahnsinnig drauf, legen wir los. Auf normal. Ich habe das Spiel ja noch nie gespielt. Sollte klar sein, dass es komplett blind ist, ne? So, dann würde ich mal sagen, film ab. Was ist das denn? Meine Freunde sind meine Stärke. Alle für einen, einer für alle. Hä? Kingdom Hearts Twitter oder was? Hä? Auch nicht schlecht. Roxas, zweimal Sora, Donald, Goofy. Wunderschön. Have you heard of the ancient Keyblade War? Huh? Of course I have. Long ago, Keyblade wielders waged a war over the ownership of light. Yeah, the Master's favorite story. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making it appear. Who knows? I don't get why anyone would initiate a war. So, you know the Lost Masters. Who? They're the ones who started the Keyblade War. Never heard of them. Where'd you hear about that? Or, they're the ones for whom the war started. I'm not following you. You can drop the facade. Facade? On that land shall darkness prevail and light expire. A prospective Keyblade master should know this. If you say so. The gazing eye sees the fate of the world. The future. It's already been written.
Really? I'm not so sure about that. Besides, who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. Pretty confident. But things aren't in your favor. Perhaps, but unlike darkness, there's more light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. Und damit geht's los mit Kingdom Hearts 3. So Leute, hier muss ich jetzt einmal einen Zwischenstopp machen. Denn hier beginnt das epische Intro von Skrillex und Utada Hikaru, was ich leider hier nicht zeigen darf. Also, kauft euch das Spiel, gönnt euch diesen wunderschönen godlike Soundtrack und dieses geile Intro. Ich hab's mir privat angeschaut. Ich habe ja erstmal die Soundeinstellung festgelegt und so, dass der Ingame-Sound und alles nicht zu laut ist. Und ich habe es mir reingezogen, ey, es war so gut, ihr müsst euch das Spiel holen und euch dieses Intro gönnen, ey, wirklich. So fantastisch, man hat die wichtigsten Szenen aus allen Kingdom Hearts-Spielen gesehen. Sei es von Kingdom Hearts Days, wo sie zusammen das Eis immer essen auf den Uhrturm. Oder der Kampf zwischen Sora und Riku bei Kingdom Hearts 1. Oder, was war da noch? Szene in dieser dunklen Dimension. Und das Finale gegen Xehanort von Birth by Sleep. Alles Mögliche, die geilsten Szenen zusammengestellt. Kingdom Hearts 3. Soll ja auch wirklich jetzt den Schlussstrich setzen. Kann sein, dass irgendwann noch ein Kingdom Hearts kommt, aber das wäre dann wieder so ein Spin-off, sag ich jetzt mal. So eine Nebengeschichte quasi. Aber das hier soll jetzt wirklich der Abschluss sein. Und deswegen finde ich es geil, dass man hier wirklich sich für die schönsten Szenen nochmal entschieden hat und die zusammengestellt hat in diesem Intro. Leider darf ich es nicht zeigen. Guckt's irgendwie nach. Ich will keinen Strike kassieren. Aber ja. Skrillex und Utada Hikaru. Richtig geiler Song. Ich bin ein großer Skrillex-Fan und auch ein großer Fan der Kingdom Hearts-Intros. Und beides kombiniert, ne? Kann sich sehen lassen. Ja, den Ort kennen wir auch. Den hat man als Kingdom Hearts-Fan schon mal gesehen. Der Ort des Erwachens. Hier beginnt die Reise in der Regel. Oh ja, oh, der sieht aber viel, viel besser aus. Es gilt, 7 Herzen zu retten. Wer sagt das? Offenbare dich. Du mysteriöse Stimme. Also ein Spiel ist es schon mal nicht. Denn ich bin ja offensichtlich hier der junge Sora. Aus Kingdom Hearts 1. Ja, die Steuerung ist mir eigentlich noch vertraut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist mit dem Greenscreen. Ich werde den vielleicht mal umpositionieren. Aber erstmal passt das so. Ja, hier gibt es auch nichts zu finden. Hier ist einfach nichts. Wir müssen uns erstmal hier in den Spiegel anschauen oder was das auch immer ist. Ein grünes Situationskommando über der Kommandoleiste erscheint. Kannst du durch Drücken von der Dreiecktaste eine besondere Aktion ausführen? Das kennen wir auch. Ja, das ist interessant, weil wenn ich jetzt hier reinschaue in diesen Spiegel, dann sehen wir, das ist quasi... Der ältere Sora ist, ne? Was geschieht nun? Oh. So schnell altert man. Ja gut. So schnell kann's gehen, ne? Der seltsame Fall des Sora. Oh, das sind die ganzen Szenen aus den Kingdom Hearts Spielen. Haben wir das wieder? Wo Sora gegen Riku gekämpft hat. Kingdom Hearts 1 bei Holo Bestien.
Und das ist in der dunklen Dimension mit Mickey. Genau. Und das ist auch Kingdom Hearts 1 nach dem Kampf gegen Panzer Rüstor war es, glaube ich. Der erste Boss in der Stadt da. Wonach strebst du? Wonach strebe ich? Bin doch gar kein Streber. Oh, ich meine, ich muss mir das hier anschauen. Hier haben wir Jack Sparrow. Das ist aus Kingdom Hearts 2. Dann Winnie Pooh, das gab es das öftere Mal. Das ist auch aus Kingdom Hearts 2 hier, wo Sora in Löwengestalt war. Simba. Das müsste auch aus Kingdom Hearts 2 Halloween Town sein. Wo er da so komisch geschminkt ist. Und der Ursula-Kampf, den viele hassen, aus Kingdom Hearts 1. Dann haben wir Axel. Das könnte der Axel-Kampf aus Kingdom Hearts 2 sein, wo man am Anfang mit Roxas kämpfen musste. Das ist wieder der Rico-Kampf. Das ist aus Kingdom Hearts 1 mit Alice im Wunderland. Aladdin, den gab es das öfteren Mal. Das ist auch aus Kingdom Hearts 1. Die Insel des Schicksals, ganz am Anfang. Das ist auch aus Kingdom Hearts 1. Hier Monstro, kennt man. Da hinten sehen wir auch aus Kingdom Hearts 1 den Ort des Erwachens. Da haben wir aus Kingdom Hearts 2 im Hintergrund einen von der Organisation 13. Das müsste Psyche sein. Ja, sehr, sehr viele coole Sachen. Namine und Sora sehe ich da oben. Da könnte ich mich mega lang jetzt aufhalten, aber wir wollen ja gleich loslegen, ne? Das kenne ich nicht, das müsste aus Dream Drop Distance dann sein. Das sagt mir jetzt nichts. Da, wo er da so sitzt. Das Einzige, was ich nicht gespielt habe, Leute, ist Dream Drop Distance. Da kann ich nichts zu sagen. Aber vielleicht erkennt ihr das ja wieder. Echt so cool, hier mit Malefiz. Ja. Aber gut. Jetzt back on topic. Wir müssen uns jetzt hier wieder für irgendwas entscheiden, ne? Das ist Balance. Freundschaft quasi. Vitalität, das sieht eher nach Kampfeslust aus. Weisheit. Weisheit verbessert wahrscheinlich Zauber, Vitalität, die Lebenskraft. Ich weiß es halt nicht, ne? Aber ich denke, wir nennen wirklich Balance. Damit kann man nichts falsch machen, ne? Wenn alles ausgeglichen ist. Außerdem ist die Freundschaft in Kingdom Hearts Spielen sehr wichtig. Also wählen wir Balance. Balance. Ein Körper und Geist, die ebenbürtig sind. Das gleiche Potenzial. Ist dies, wonach du strebst? Jupp. Sora ist eigentlich auch für Balance bekannt. Donald ist der Zauberer, der Magier. Goofy ist eher der Tank. Sind ja die Hauptbegleiter, wahrscheinlich auch in diesem Spiel. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen, Leute. Bedeutet's? Ich weiß gar nichts von den Welten. Ich weiß gar nicht, was mir erwartet. Was auch gut so ist. Mhm. Szene mit Namine? Das Versprechen. Ja, Namine ist ja der Niemands von Kairi. Diese Szene kenne ich nicht. Die muss aus Dream Drop Distance sein. Welche Macht suchst du? Ja, die beeinflussen unsere Skills und auch die Fähigkeiten, die wir später erlernen. Denke ich mal, weil sowas in 1 und 2 ja auch. Den Magier wählen. Ne, das wollen wir, glaube ich, nicht. Den Krieger wählen. Und was haben wir hier? Den Wächter wählen? Ich glaube, ich wähle einfach den Krieger. Krieger! Die Macht des Krieges. Unbeugsamer Mut. Ich zauber mega gerne in Kingdom Hearts, aber ich habe mich eigentlich immer für den Krieger entschieden. Bei Kingdom Hearts 1, da hattest du auch das Schild, das war dann der Wächter. Der Magier war der Zauberstab und der Krieger war auch das Schlüsselschwert. Und das habe ich immer genommen. Deswegen nehme ich auch hier wieder den Krieger. Ist mir halt vertraut. Oh, da haben wir Auron gesehen. Da tauchte ja eine Unterwelt auf in Kingdom Hearts 2. Ist das, wer du bist? Nein, alle Erinnerungen verschwinden im Nichts. Chase the light!
Immerhin bin ich nicht in die Hölle gekommen, wenigstens im Himmel, ne? Das ist doch schon mal was. Was? Die gehören aber in der Hölle. Was waren die im Himmel? Ohne Witz. Ja, das... Leute, ich bin nicht gerade der Kingdom Hearts Anfänger. Sagen wir es mal so. Anvisieren mit R1 und sonst eigentlich nur X drücken. Es ist nicht kompliziert. So kompliziert ist es noch nicht. Oh mein Gott, die halten ja gar nichts aus. Ja, sind auch die schwächsten Herzlosen. Ich frage mich, ob die niemanden wieder auftauchen und auch vielleicht sogar die Unversierten oder ob wir wirklich nur gegen die Herzlosen kämpfen in dem Spiel. Oh nein. What? Der Shadowborn hat einen neuen Anstrich bekommen. Der sieht zick aus. Junge, ich bin gestunt. What the fuck? Okay, kann ich mich auch... Ja, ich kann auch rollen. Das ist schon mal sehr wichtig, dass man rollen kann. Einfach mal die Hand attackieren. Oh, oh, oh. Dunklen Sphären hier. Erstmal ausweichen, würde ich sagen. Ja, jetzt können wir zurückschlagen. Was fährt denn der? Zwei Leisten, ne? Junge! Was zum Geier, Mann. Achso, der beschwört jetzt die Herzlosen. Mehr ist es nicht. Das ist okay. Aber die erste Leiste ist gleich weg. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Schattenlurche besiegen sollten, so heißen diese kleinen Herzlosen, oder ob wir auf den Shadowborn einschlagen sollen. Ich glaube, wir machen die weg. Nerven. Außerdem gibt es Cash. Was ist geiler als Cash? Und außerdem kriegen wir auch ein bisschen Leben wiederhergestellt. Ne? Sehr gut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, die erste Leiste ist Geschichte. Also man hat sich wirklich für die Energieanzeigen von Kingdom Hearts 2 entschieden. Energieanzeige in Kingdom Hearts 1 war ein bisschen anders. Da hatte jeder eigentlich nur einen Leiste mit mehreren Farben. Lila war die größte Leiste und die wurde dann immer heller. Bis sie dann irgendwann gelb wurde, dann grün und dann war sie weg. Aber das hier ist eben halt mit diesen Lebenscontainern. Dafür hat man sie entschieden. Das war in Kingdom Hearts 2 auch schon so. Also hier sollten wir lieber erstmal verschwinden, würde ich sagen. Na, ja, das sind die dunklen Sphären, die vom Himmel wiederkommen. Okay. Nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Jetzt greife ich trotzdem an. Ich sehe keine dunklen Sphären hier in der Nähe. Ah, doch. Damn. Shit. Aber! Fahrt zur Hölle! Und wir bekommen Feuer und Wasser? Wasser ist neu. Wasser hat es noch nie gegeben. Huh. Nice. Benötigst du weitere Führung? Nö. Das ist halt für Noobs. Ist ja auch schön und gut. Wer noch nie in Kingdom Hearts gespielt hat, der wird hier ganz gut eingeführt. Verstehe ich nur nicht, ne? Also wer noch nie Kingdom Hearts gespielt hat, dann mit Kingdom Hearts 3 zu starten. In order to defeat Xehanort, there are allies we must gather. Acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Your Mark of Mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power, the power of waking, which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again, a true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Oh. Got it. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hands. And don't forget, we'll keep an eye on you. Oh, this is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Let's go. Count on us. Ja, die Szene kam mir doch ein bisschen bekannt vor. Ich meine, die gab es am Ende von Kingdom Hearts A Fragmentary Passage, ne?
Birth by Sleep. Nächste Cutscene. How are we supposed to get there now? What? I thought you knew. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora! Which way? Hey! Would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Well? Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen Sid always said that, right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I've got it! All right! Olympus Coliseum, here we come! Was? Kingdom Hearts 2,9? Das ist doch ein Meme. Was zum Geier, Mann? Was? Okay. Das ist gar nicht Kingdom Hearts 3, ich wusste es. Es ist nur 2,9. At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future, the day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts, using Terra, Cloud, and Orin to advance his plans for conquest, had failed. The hour was not yet right. But now the planets were aligned, and nothing could possibly go wrong. A wave of darkness slants down from their celestial rank, and one by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them, the same monstrosities that Sora and his friends had already fought and bested before. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. Oh ja, da haben wir rechts den Polaros gesehen. Das war Secret Boss in Kingdom Hearts 1. Ich hoffe nicht, dass der wiederkommt. Der war fies. Ich meine, den gab es sogar in Kingdom Hearts Days. Hallo Welten, hier spricht Sora. Ich und die zwei anderen haben Portionen. Halben Portionen sind auf Abenteuerreise. Es beginnt. Donald, Goofy. Eine halbe Portion. Ja. Nice. Huh? No fanfare? Nope. Looks like we missed the Colosseum. Sora, you opened the gate. I was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. Up the mountain? Yeah. Up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. Exactly. Hey, we're leaving. Ah,
Ah ja, damit geht's also los. Aber ich denke, hier setzen wir einen Cut. Schauen uns noch unsere Fähigkeiten an, ob man hier irgendwas machen kann. Ah ja, Die Sachen, die haben wir schon. Sind einige Fähigkeiten. Was? Null Erfahrungspunkte? Ach so, das für so Leute, die eine Challenge machen wollen. Mit Sora Level 1 das Spiel durchspielen und so. Ohne mich. Aber nice. Das war sonst, glaube ich, nur im Veteranenmodus da oder irgendwie sowas. Brauchen wir nicht. Mache ich nicht. Wir wollen schon die Erfahrungspunkte haben. Ist auch alles ausgerüstet aktuell. Das ist schon mal gut. Einstellungen. Kurzbefehlszeit. Achso, ja, ja. Das wird noch sehr wichtig. Oh, das könnte ich direkt schon machen, ne? Kurzbefehlszeit. Feuer, was? Ja, ja, ja. Das habe ich immer gern verwendet. Wasser mache ich jetzt mal auf X. Ich weiß gar nicht, was Wasser überhaupt ist in dem Spiel. Sonst gab es immer nur Blitz, Eis. Eis ist im Prinzip Wasser, ne? Gefrorenes Wasser. Und Feuer. Eis, Blitz, Feuer, Luft natürlich noch. Schwerkraft und diverse andere Sachen. Magnet gab es noch manchmal. Aber Wasser ist eigentlich komplett neu. Oder gab es auch schon in Dream Drop Distance? Wenn ja, dann ist das so. Ich habe es halt nicht gespielt, ne? Ja, weil Kurzbefehl, das kann man eben halt dann immer einfach aktivieren. Das ist super gut. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch quasi als aktives Kurzbefehlsset. Weil da muss ich nur eine Taste drücken. Ich weiß jetzt nicht genau welche. Und dann kann ich eben halt ganz schnell diese Zauber dann casten. Das ist super sinnvoll. Habe ich immer gemacht. Dann hier haben wir nochmal die Stats. Und die Spielhilfe-Konfiguration. Was ist das Schönes? Ja. Das ist eigentlich irrelevant, finde ich. Würde ich jetzt nicht unbedingt dran rumwerkeln. Das passt schon so alles. Aber gut, Leute, das war der erste Part von Kingdom Hearts 3. Ich hoffe, es hat euch bereits gefallen, auch wenn ich nicht so viel zu sagen hatte jetzt hier. So viel hatte ich jetzt nicht zu sagen, ganz ehrlich. So viele Cutscenes, ne? Aber ich denke, im nächsten Part geht's dann richtig los. Mit der Arena des Olymps, was ich schon mal richtig interessant finde, weil der Olymp war eigentlich immer, was heißt immer, in Kingdom Hearts 2 war es die Unterwelt, es hatte gar nicht so viel mit dem Olymp zu tun, aber sonst gab es eigentlich nur Kämpfe zu erledigen oder irgendwelche Minispiele zu erledigen, man konnte nicht viel machen, in Birth by Sleep auch, da gab es den Weg nach unten, aus der Arena raus, da waren ein paar Unversierte, aber mehr auch nicht, hauptsächlich spielte die Musik in der Arena. Und ich bin gespannt, ob man hier außerhalb der Arena viel machen muss und auch noch Kämpfe innerhalb der Arena. So wünsche ich mir das. Ist aber ein bisschen seltsam, dass man jemand mit der Arena des Olymps anfängt, weil das kam eigentlich immer ja erst so in der Mitte des Spiels. Aber okay, vielleicht schaltet man auch immer weitere Herausforderungen frei in Arena des Olymps. Das würde ich am liebsten begrüßen. Je höher das Level, desto schwieriger die Herausforderung in Arena des Olymps. Sodass man immer wieder zurückkehren kann und immer neue Sachen da bekommt. Das würde ich mir wünschen. Aber wie es letzten Endes wird, das sehen wir dann. Leute, Daumen hoch, falls euch der erste Part gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.